Dann beginne ich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen Zuseherinnen und Zusehern aus dem Franz-Nabl-Institut hier bei unserem Setz-Kolloquium, durch dessen erstes Vormittagspanel ich Sie heute als Moderator führen darf. Dass mir diese Ehre zuteil wurde, hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich mich im letzten Jahr intensiv mit dem Erzählwerk von Clemens Setz auseinandergesetzt habe. Unter dem Forschungsfokus Autofiktionalität, Autobiografisches in den Texten und auch Selbstarchivierung. Die Ergebnisse können Sie nachlesen im 5. Band der Reihe Literatur und Archiv, den Klaus Kasperger und ich bei De Kreuter herausgegeben haben. Der sollte in ein paar Tagen oder vielleicht Wochen erschienen sein und ist auch online zugänglich als Open Source. Dieses Thema, wie viel Autor steckt eigentlich im Werk, klingt auch in den beiden Vorträgen an, die ich präsentieren möchte, nämlich Vortrag von Ricardo Schöffberger und von David Wimmer. Beide Vorträge könnte man zusammenfassen unter dem Titel Weirdos and Weirdness, denn Schöffberger wird uns über seltsame Helden berichten und Wimmer wird uns das Phänomen der Weirdness, der Seltsamkeit als poetologische Kategorie näher bringen. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch Herrn Schöffberger vorstellen. Er stammt aus dem Trentino, ist gebürtiger, kommt aus Trient und ist geboren in Trient, hat hier in Graz studiert, ist mittlerweile Lehrbeauftragter am Institut für Romanistik und Projektassistent am Zentrum für Kulturwissenschaften. Dort schreibt er auch an seiner Doktorarbeit, mit der er in Graz und auch im hessischen Gießen promovieren möchte. Seine Dissertation handelt von Männlichkeitskonfigurationen in der deutschsprachigen und italienischsprachigen Literatur seit 1968, wo er ja in beiden Feldern zu Hause ist. Herr Schöffberger, ich möchte Ihnen jetzt gern das Wort übergeben. So, vielen Dank für die nette Vorstellung und guten Morgen auch meinerseits. Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken und für die Möglichkeit, mich mit einem so spannenden Autor, um seinem Werk und auch mit seinen sehr, sehr spannenden Figuren oder auch Männerfiguren zu beschäftigen, bedanken. Und ja, mein Vortrag trägt den Titel Seltsame Helden, einsame Geheimagenten. Männerfiguren in ausgewählten Werken, Clemens J. Setz. So, ich fange mal damit an. Es geschieht Faszinierendes, aber auch zutiefst Befremdliches, wenn die merkwürdigen Gestalten aus Clemens J. Setz Erzählungen und Romanen, die ihr und die Umwege der Geschlechterbeziehungen einschlagen. Sie begreifen Liebes- und Sexualverhältnisse, zwar intuitiv und ja instinktiv, als Auswege aus ihrer Einsamkeit, aber die Missverständnisse zwischen Frauen und Männern sind nicht aufzulösen. Und am Ende bleiben den handelnden Figuren bloß Verwunderung und Erschrecken. Ein immer wiederkehrendes Rätsel bilden auch die stets geschlechtlich kodierten Gruppendynamiken und Hierarchien im Freundeskreis und am Arbeitsplatz, die sie zu auch expliziten Betrachtungen des eigenen und fremden Frau- und Mannseins animieren. Hierbei erregen besonders die Männerfiguren eine anhaltende Neugierde und die damit verbundene Faszination zieht sich durch Setz gesamtes Erzählwerk. Verdutzten das, Zitat, seltsame Verhalten der Männer, Zitat Ende, und die bizarren Regeln ihres Nebeneinanders schon im Debütwerk Söhne und Planeten, so kann die Therapeutin Natalie in Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ihre Verwunderung in einer erstaunlichen Pointe zusammenfassen. Zitat. Männer waren wirklich sehr seltsam, als wären sie traurige Geheimagenten, deren Auftraggeberland nicht mehr existierte. Doch worin besteht besagte männliche Seltsamkeit? Sind Regelmäßigkeiten feststellbar
Und was haben Männerfiguren und Thomassons, das heißt hinterlassene urbane Konstrukte, denn gemeinsam? Ich werde in meinem Vortrag versuchen zu zeigen, dass die seltsame Faszination, die von den Männerfiguren bei Sets ausgeht, auf ihr ambivalentes Verhältnis zu drastisch reinszenierten Geschlechterordnungen zurückzuführen ist. Dabei lassen sich auch einige Konstanten erkennen, die ich Ihnen als Motiv der Männerfigur als Außenseiter und als Motiv der Männerfigur als Thomasson vorstellen möchte. Sie sollen exemplarisch an den beiden Erzählbänden Die Liebe zur Zeit des Mallstädter Kindes und Der Trost runder Dinge sowie am Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre rekonstruiert werden. Um das gemeinsame Gefüge dieser Motive zu unterstreichen, möchte ich vorher aber einige Überlegungen zu den dargestellten Geschlechterbeziehungen allgemein anstellen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Geschlechterkonstellationen, in die sich die zu analysierenden Männerfiguren einfügen, kaum von einer traditionell dichotomen Darstellungsweise. In den meisten evozierten Schulgebäuden, Arbeitsplätzen und Wohnheimen herrscht eine klare Trennung von Männer- und Frauengruppen. Und dies sowohl räumlich als auch hinsichtlich unterschiedlicher Weltbilder, Charaktere und Berufe. So kommen etwa in den Erzählungen Die Waage und Die Entschuldigung Männergruppen bestehend aus grillenden Nachbarn und trinkfreudigen Kollegen vor, die sich, Zitat, obszöne Witze, Zitat Ende, erzählen und sich lästern gegen einen Arbeitgeber behaupten wollen. In beiden Fällen gesellt sich nur eine einzige, leicht deplatziert wirkende Ehefrau oder Kollegin zu ihnen. Als beispielsweise ein Mann sein Bier verschüttet, weist er das ihm angebotene Taschentuch zurück, indem er sich, Zitat, mit der Zunge über sein Handgelenk leckt. Diese Einführung weiblich konnotierter Fürsorglichkeit in eine Konstellation, in der eine vereinzelte Frauenfigur dem männlichen Nebeneinander beiwohnt, entspricht auch die erdrückende Mehrzahl an Betreuerinnen, Pflegerinnen und Pädagoginnen in den Werken des Autors. Obwohl man dies auch als eine literarische Entsprechung sozialer Realitäten ansehen könnte, in Österreich sind tatsächlich nur etwa 10% der Betreuungspersonen männlich, bleibt die befremdliche Überspitzung des Sachverhalts. So stehen in Die Stunde zwischen Frau und Gitarre die Betreuerinnen eines Wohnheims fast durchwegs männlichen Heimbewohnern und einer einzigen Frau gegenüber. Eine Abtrennung der geschlechtlichen Sphären zeigt sich bei Sets auch an der großen Zahl junger Männer, die von pornografischen Gewaltfantasien besessen sind, während die gleichaltrigen Frauen Sexualität lediglich aus Jugendmagazinen zu kennen scheinen. Dieser Effekt, der das Unverständnis zwischen Männer- und Frauenfiguren, aber auch eine allgemeine männliche Seltsamkeit hervorhebt, bedient sich nicht selten der gleichzeitigen Darstellung von vergangenen und gegenwärtigen Konstellationen oder auch Geschlechterkonstellationen. So etwa in der Erzählung Milchglas, in der die Computerära mit einer Zeit aus stets, Zitat, auf den Unterschied zwischen den Geschlechtern, Zitat Ende, verweisenden Lehrern und Priestern interferiert, und mit einer Welt, wo, Zitat, der einzige Ort, an dem es keine festgelegten Sitzplätze für Buben und Mädchen gab, die Kirche war. Für diese Differenzen sowie für die drastische Abkapselung des Individuums werden von den Figuren selbst vor allem natürliche bzw. biologische Erklärungsmuster herangezogen.
So erklärt in der Erzählung die Blitzableiterin oder Education Sentimentale ein um die sexuelle Enthaltsamkeit seiner 16-jährigen Tochter besorgter Vater, dass es, Zitat, wie bei den Schmetterlingen sei. Wenn die Schmetterlinge ein Weibchen unter einer Glasglocke wittern, dann gibt's auch kein Halten mehr. Die Männchen kriegen den Duft mit, egal wie dick das Glas ist, und kommen von überall her. Zitat Ende. Wenn die Figuren aber eben diese Natürlichkeit hinterfragen wollen, die sie von der Sexualität auf die hierarchischen Gruppendynamiken übertragen, so stoßen sie auf ein unlösbares Rätsel. Dazu kommt es insbesondere, wenn die größtenteils männlichen Ich-Erzähler versuchen, das eigene Mannsein zu begreifen. So wundert sich der junge Schriftsteller René in Söhne und Planeten darüber, dass er die Dynamiken männlicher Koexistenz, Zitat, zwar im Schlaf erlernte, aber niemals abbilden oder einfangen konnte. Ein Tausendfüßler, der wissen will, welches Beinchen er als nächstes bewegen wird, hat mehr Chancen als ich, wenn ich versuche, meine Reaktionen gegenüber einem Mann in meiner Umgebung zu durchschauen. Zitat Ende. Im Setschen Erzählwerk erscheinen also die Welt der Männer und die Welt der Frauen, so eine Kapitelüberschrift aus dem Roman Die Frequenzen, drastisch voneinander abgekoppelt und dichotomisiert. Dies erfolgt unter Einsatz zeitlicher und räumlicher Verschiebungen, die vergangene Trennungen vergegenwärtigen und durch den ästhetisch-funktionalen Verweis auf natürliche Bedingtheiten. Doch, wie verhält es sich mit einzelnen Männergestalten, die sich aufgrund ihrer existenziellen oder willentlichen Andersartigkeit nicht in diese kollektive Ordnung fügen können oder wollen? Wie der Ehemann, der in Blitzableiterin, Zitat, aus alten Barbie- und Ken-Puppen, denen wir die Köpfe abgerissen hatten, trinkt und die, Zitat, leer getrunkene Ken-Puppe auf den Boden fallen lässt. Oder wie die Männer, die eine scheinbar selbstverständliche Ordnung durch festes Beharren auf vergangenen Skripten ad absurdum oder ins Beängstigende führen. Als seltsame Helden einer, Zitat, unmittelbaren oder vermittelten Grenzüberschreitung, Zitat Ende, so umriss Hans Meyer die gemeinsame Ausrichtung von literarischen Außenseiterfiguren, können diese die Kluft zwischen Männer- und Frauenwelten aufbrechen oder gar überbrücken. Aus meiner Sicht umfasst das Motiv bei Sets, je nach Alter der Figuren, zwei unterschiedliche Ausprägungen. Den Außenseitern als jungen Männern ist gemeinsam, dass sie sich von ihrer als zärtlich ekelerregend dargestellten Peer Group loslösen wollen, um eigene Perspektiven auf die Geschlechterbeziehungen zu gewinnen. Die oft 16-jährigen Protagonisten der Erzählungen brechen allein eine kollektive Kette aus gewalttätig pornografischen Männerfantasien. In der Erzählung Der Schläfer erwacht, merkt Robert, der 16-jährige Robert, dass ihm der gemeinsam mit Schulkollegen angeschaute gewalttätige Pornofilm kein Vergnügen mehr bereitet, da er Mitleid mit der von einer Männergruppe vergewaltigten Schauspielerin empfindet. Nach Hause gekehrt, trifft er sich mit seiner Freundin, aber auch diese äußert eine Faszination für männliche Gewalt. Abrupt beschließt Robert, sie zu verlassen und fühlt sich dabei erstmals als erwachsener Mann. Zitat, er war jetzt hellwach und würde es, solange er es aushielt, auch bleiben. Zitat Ende. Eine erhellende Erfahrung erwartet auch den Schüler Marcel,
der in der Erzählung Susi gemeinsam mit Freunden ein Strip-Lokal besucht. Während die Freunde bald aus dem Lokal geworfen werden, kann sich Marcel auf der Toilette verstecken. Hier faszinieren ihn die obszönen Schriften an der Wand und er hängt der Überlegung nach, wie wohl der Alltag der zuvor bestaunten Stripperin aussehen könne. Da verfällt er auf den Einfall, seine eigene Handynummer als die einer erfundenen Susi hinzuschreiben, um sich dann den Anrufern gegenüber als ihr Sohn auszugeben. Die über einen Monat geführten Telefonate ermöglichen ihm einzigartige Einblicke in die doch recht heterogene Gefühlswelt der Männer. Manche zeigen sich erregt, andere gewaltbereit, die meisten aber mitfühlend. Zitat: Die Gewissheit, dass es all diese Menschen gegeben hatte, die ein Aufatmen an unvermuteten Stellen, Zitat Ende, erlaubt haben, wird ihn noch 2 Jahrzehnte lang begleiten. Doch anders als diese hoffnungsvollen frühen Entwicklungen erwarten lassen, sieht sich die Mehrheit der Außenseiter als erwachsene Männer in einem Versager- und zuweilen Pantoffelheldentum vereint. Verstand Maya die, Zitat, Teilung in Welten der Komödie und Tragödie als Gegensatz zwischen den intentionellen und existenziellen Außenseitern, so unterscheiden sich bei Setz die Erwachsenen von den jugendlichen Außenseitern auf ähnliche Weise. Sie haben ihr Außenseitertum nicht gewollt und diese tragenden Erzählungen enden zumeist tragisch. Auch sie fallen aus der Geschlechterordnung, tun dies aber, wie von Michel Foucault für das Leben der infamen Menschen und ihre Inszenierung konstatiert, als, Zitat, mittelmäßige Leute auf einer seltsamen Bühne. Dass sie zu, Zitat, jenen Existenzen gehören, denen es bestimmt ist, ohne Spur zu vergehen, Zitat Ende, stellt sich auch in den Erzählungen das Gespräch der Eltern in Hänsel und Gretel und die Gesichter in den Liftspiegeln der Hochhäuser heraus. Als erster Protagonist tritt ein schon im Grimmschen Märchen entscheidungsschwacher Vater auf, der hier aber seiner Frau von Anfang an nicht widerspricht und stattdessen die bitteren Tränen weint, die im Original Gretel vorbehalten waren. Die Frau nutzt seine Willfährigkeit aus und verführt ihn zu ihrem schrecklichen Vorhaben. Der Vater fühlt sich lediglich dem Schicksal nicht gewachsen und sagt, Zitat, ich bin ein Versager, du hättest einen anderen heiraten sollen. Zitat Ende. Auch der einsame 35-Jährige der zweiten in Graz spielenden Erzählung hat das Gefühl, Zitat, ein Problem zu sein, ein Schraubenzieher im Getriebe. Da er vor einer Schule wohnt, fotografiert er aus einem Fenster die im Freien stehenden Jugendlichen. Er beneidet auch seine Arbeitskollegen, die es, Zitat, zu Patchwork-Familien gebracht haben, während er unter seiner Vaterschaftslosigkeit leidet. Da seine Annäherungsversuche an Frauen ins Leere laufen, fühlt er sich wütend und erniedrigt. Zu einer hochgradig symbolischen Konstellation kommt es eines Tages, als er im Schwimmbad ein mit Wasserpistolen spielendes Paar beobachtet. Er stiehlt die Pistole des Mannes, um damit vom Balkon auf Passantinnen zu zielen. Doch auf einmal wirkt die Straße von Menschen verlassen. In seiner ersten Tübinger Poetikvorlesung 2015 hat Clemens J. Setz auf das suggestive ästhetische Konzept der Thomassons aufmerksam gemacht. Dieser Begriff wurde Anfang der 1980er Jahre von dem japanischen Künstler Genpei Akasegawa entwickelt
und bezeichnet rätselhafte urbane Konstrukte, wie zum Beispiel eine zu keiner Tür führende Treppe oder ein von Setz im Grazer Bezirk Andritz entdecktes Beispiel, ein mit keinem Zaun verbundenes Gartentor. Ihre seltsame Faszination schöpfen Thomasons und analog dazu, wie ich darlegen möchte, etliche Männerfiguren im Setzschen Erzählwerk nicht allein aus ihrem Verlassensein, sondern auch aus dem Umstand, dass sie sorgsam gepflegt werden. So bemerkte der japanische Künstler, dass ein Geländersegment der Treppe repariert worden war und setzt, dass die Zeitungsbox an dem Gartentor stets renoviert wurde. Für die feststehend zwecklose, im fluiden und zweckrationalen Kapitalismus beunruhigend wirkende Gegenwart von Thomasons fand Akasegawa eine einzige Erklärung. Es könne sich nur um Hyperart, das heißt um unbewusst hervorgebrachte Kunst handeln. Analoges entdeckte auch der italienische Literaturtheoretiker Francesco Orlando in der beachtlichen Menge an Hinterlassenem, Nutzlosem und Abseitigem, das in literarischen Werken seit der Frühindustrialisierung anzutreffen ist. Er führte dieses Phänomen auf eine Rückkehr unbewusst verdrängter Vorstellungen zurück und auch auf eine wesentliche Neigung der Literatur, unkonventionelle und nicht funktionale Entitäten bewahrend darzustellen, um dadurch, Zitat, der realen Ordnung in ihrem imaginären Raum zu widersprechen. Zitat Ende. Für diese durchaus als Thomasons erfassbaren Entitäten fand Orlando mehrere Kategorien, die sich hinsichtlich der dadurch systematisierten Darstellungsweisen mühelos auf literarische Figuren übertragen lassen. Besonders die Kategorien des trostlos Unverbundenen und des fruchtlos Schädlichen scheinen sich anzubieten, um zwei unterschiedliche Ausprägungen des Motivs der Männerfiguren als Thomasons bei Setz zu rekonstruieren. Als trostlos unverbundener Thomason tritt der Zuhälter Matteo in Der See weiß mehr von der Erdkrümmung als wir vor unsere Augen. Er nähert sich im süditalienischen Bari einer Gruppe österreichischer Poltertouristen, um sie mit obszönen Gesten aufzufordern, mit ihm mitzukommen, doch sie lehnen ab. Als der ins Weinerliche verfallende Zuhälter nicht ablässt, schlagen ihn die Männer zu Boden. Da erscheint eine tief besorgte, sich als die Ehefrau Matteos herausstellende Gestalt, die ihn aufhebt und wegbringt. Später wirft ein älterer Passant Licht auf das Geschehen. Matteo sei ein im Stadtteil bekannter Zuhälter gewesen, bevor die Mafia-Familien die Verwaltung der Prostitution übernommen hätten und er, Zitat, steht seit Jahren allein da, ohne Kontakte, bildet sich ein, er wäre noch derselbe von damals. Zitat Ende. Das Ereignis in Bari erscheint in der Erzählung auch als ein Gleichnis zum Umbruch im Leben Tonis, der seinen letzten Abend als Junggeselle feiert. Aus der Perspektive des Ich-Erzählers ist auch er ein zukünftiger Thomason. So werden nach der Heirat die Kontakte zur Gruppe schwinden und, Zitat, die uralten Programme zu laufen begonnen haben, bevor er, Zitat, das Leben als Mann mit nur in den unsauberen Randzonen des Hauses geduldeten Hobbys führen wird. Sind räumliche Absonderung und zeitliche Interferenzen auch sonst charakteristisch für die Drastik der Geschlechterbeziehungen, so tritt für die Männerfiguren, die als trostlos unverbundene Thomasons gelten können, noch ein entscheidender Faktor hinzu. Sie führen durch ihr festes Beharren auf traditionell männlichen Skripten
und Vorstellungen die Ordnung ad absurdum, wobei ihnen ein ästhetischer Reiz zukommt, der auch Empathie nicht ausschließt. So imaginiert die nach Österreich zurückkehrende Männergruppe, bis Bari, Zitat, innerlich runterzummen zu können. Du weißt, hier ist der Typ und er sucht wen. Wir hätten echt nicht so auf ihn losgehen sollen. Zitat Ende. Auch hinterlässt der Gedanke an die Verwandlung seines verheirateten Freundes im Ich-Erzähler eine Art Trostschicht, Zitat, nachträglich sich einstellender Gerechtigkeit. Auch in zwei zentralen Männerfiguren des Romans Die Stunde zwischen Frau und Gitarre zeigen sich die gebündelten Merkmale eines Thomasons. Diesmal aber in fruchtlos schädlicher Ausprägung, da hier das Beharren auf männlicher Herrschaft etwas Beängstigendes hat. Die beiden Figuren erwecken den von Akasegawa beschriebenen Eindruck, dass, Zitat, something deeply unsettling has to be solved. Und dieser Ästhetik ist auch die paranoide Grundstimmung des Romans geschuldet. Die Protagonistin Natalie ist Bezugsbetreuerin des ehemaligen Stalkers Alexander, welcher durch seine misogynen Fantasien die Frau eines ihn nun jede Woche besuchenden Mannes in den Tod getrieben hat. Seine Lebenslage als in einem Wohnheim isolierter und aus Rachsucht immer erneut mit der Vergangenheit konfrontierter Mann gerät Natalie bald zur Obsession. Alexanders titelgebende Gleichstellung von Frauen mit Gitarren kann als eine Quintessenz männlicher Weltbilder gelten. Zitat. Wie oft hatte sie, also Natalie, sich schon über die seltsamen Innenwelten von Männern allgemein gewundert. Sie verhedderten sich in gewissen Vorstellungen. Zitat Ende. Doch obwohl Alexander Natalie wiederholt beleidigt, kann sie nicht umhin, ein gewisses Mitgefühl für ihn zu empfinden. Der Grund dafür ist, dass seine Existenz eine einzige rein ästhetische Funktion zu haben scheint. Sein Stalking-Opfer Christopher muss ihn quälen, um Trost für den Tod seiner Frau zu finden. Anders als für Alexander verwandelt sich aber ihr anfängliches Mitgefühl für Christopher, so für das Stalking-Opfer, bald in Abscheu. Der Witwer erscheint als einsamer, aber seltsam machtvoller Mann, dessen Lebensraum sich auf das Pflegeheim, das von ihm allein bewohnte Haus und den Grazer Zentralfriedhof beschränkt. Beharrlich wiederholt er das Skript eines Racheplans, ohne dass dessen Auflösung jemals beabsichtigt wäre. Alexanders wechselnde Pflegerinnen haben sich mitfühlend seinem Arrangement zu fügen. Ja, sie sollen sich in ihn verlieben, um Alexanders Eifersucht zu erregen. Christopher versteht es somit, die im Roman herrschenden, strikt geschlechtlich kodierten Gruppendynamiken für seine Zwecke auszunutzen. Einzige Natalie als androgyne und sich dieser Ordnung und dem sadistischen Arrangement zugleich entziehende und verbindende Figur kann diese Gewaltkette brechen, um sie dann aber letztendlich als Peinigerin von Christopher selbst fortzuführen. Die Männerfiguren in Clemens Jozets Erzählwerken lösen durch ihr ambivalentes Verhältnis zu einer drastisch reinszenierten Geschlechterordnung eine seltsame Faszination aus. Je überspitzter dabei die kollektiv etablierte Ordnung dargestellt wird, umso größer ist die Faszination, die sie als sich abseits dieser Ordnung, aber auch als fest daran haltenden Männer ausüben. Häufig wollen sie als junge Außenseiter durch ihr abseitig herausforderndes Handeln das Unverständnis zwischen Männer- und Frauenfiguren überwinden
und die zu engen Maschen einer Peer Group oder eines Freundeskreises auflösen. Doch als erwachsene Versager werden sie von einer sich unbeirrt wiederherstellenden Ordnung besiegt. Hinterlassenen und aus rätselhaften Gründen noch weiter gepflegten Thomasons nicht unähnlich erscheinen etliche Männerfiguren als, Zitat, traurige Geheimagenten, deren Auftraggeberland nicht mehr existiert. In ihrer trostlos unverbundenen Ausprägung lassen sie sich durch männliche Vorstellungen und Skripten in ein Niemandsland führen, während andere durch ihr fruchtlos schädliches Beharren auf einer männlichen Herrschaft alarmierend wirken. Durch ihre bald strauchelnde, bald auch wieder fluide Bewegung inner und außerhalb der Geschlechterordnung können diese Männerfiguren Geschlechterzuschreibungen, die von kulturellen, medialen, aber auch gesellschaftlichen Vorgaben gesteuert sind, relativieren. Somit können sie auch auf grundsätzliche geschlechterbezogene Dilemmata der Gegenwart, aber auch der Gegenwartsliteratur verweisen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Ricardo Schöfberger, für diesen instruktiven Vortrag, der, dass ich jetzt mit der Kamera gleich da bin, der nicht nur mir vermutlich das eine oder andere Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, in der Rückerinnerung an die Lektüre-Erfahrung, an die eigene Lektüre-Erfahrung. Ich hoffe, dass ich jetzt meine Kamera in Aktivität versetzen kann. Irgendwie funktioniert da etwas gerade nicht, aber Sie hören mich zumindest. Ja, da bin ich. Unser nächster Vortrag kommt von David Wimmer, den ich nicht mehr so nachhaltig vorstellen muss, weil er ohnehin im Zentrum dieser Veranstaltung ja auch steht in gewisser Weise. David ist quasi ein Nabel-Institut-Eigenbau, hat Bachelorarbeit, Masterarbeit hier am Nabel-Institut geschrieben, hat als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet im Archiv, als Projektassistent, wo er unter anderem dann dieses Kolloquium skizziert hat, projektiert hat und ist seit März Universitätsassistent und in dieser Aufgabe verfasst auch seine Dissertation zur Poetik von Clemens Setz und dazu auch seinen Vortrag mit dem schönen Titel Claritas Veritas Weirdness zum Seltsamen von Clemens J. Setz. Kurzprosa. Bitte, David. Vielen Dank für die Vorstellung, Christian. Genau, in meinem Vortrag möchte ich mich eben einer Weirdness bei Clemens Setz widmen. Einerseits in einem Anschluss an eine literarische oder ästhetische Tradition, die aus dem angloamerikanischen Raum herrührt, aber andererseits auch als eine Erzählstrategie bei Setz. Wenn man sich Texte zusetzt, ob es jetzt Kritiken oder Vorträge oder auch Aufsätze sind, ansieht, merkt man, es gibt eine Häufung von Adjektiven, die immer wieder vorkommen. Gestern war auch schon von einer Beschreibungsorgie die Rede. Es gibt also eine Reihe von Attributen, die immer wieder auftauchen. Seltsam, abseitig, grotesk, unheimlich, bizarr, verspielt, skurril, absurd. Es könnte in etwa eine Liste der gängigsten Adjektive sein, mit denen das Schaffen, das eigentlich schwer kategorisierbare Schaffen des Autors, immer wieder bezeichnet wird und versucht wird, es zu kategorisieren. Die Attribute verweisen allesamt auf eine gewisse Irritation, die sich beim Lesen der Texte einstellt. Man könnte meinen, es handelt sich dabei um eine wesentliche Qualität der Literatur Setz, die sich aber scheinbar nicht so einfach auf den Punkt bringen lässt. Man scheint der Literatur des Autors am ehesten mit einer Fülle von Adjektiven gerecht zu werden, in all ihrer Vielschichtigkeit und Unbestimmtheit. Setz selbst spielt in Interviews oder auch in seinen Texten immer wieder gerne selbstreflexiv mit der Kategorisierung des eigenen Werks. In einem Interview mit einer Schweizer Tageszeitung von 2015 nennt Setz auf die Zutaten eines perfekten Tweets angesprochen drei Eigenschaften.
Claritas, Veritas, Weirdness. Es ist eine Attribuierung, die auch auf Sets und seine Literatur zu gelten scheint, insbesondere auf kürzere Formen, aber auch allgemeiner für sein gesamtes Schaffen. Eine gewisse Klarheit der Sprache, ein, wenn auch verquerer, doch mehrfach betonter Anspruch auf Wahrheit und eine grundsätzliche Seltsamkeit, die sich von der Selbstinszenierung des Autors bis in alle Winkel seines Werks fortsetzt. Man könnte jeden der drei Begriffe ausführlich besprechen und ihm eine eigene Arbeit widmen. Ich möchte mich aber auf den letzten Begriff, auf die Seltsamkeit, die Weirdness, fokussieren, die es jetzt als einziges englischen Begriff besonders hervorhebt. Ich glaube, dass sich der Begriff in seinem Verweis auf literarische Traditionslinien und auch in seiner popkulturellen Besetzung besonders gut eignet, um eine spezifische ästhetische Qualität von Setztexten sich anzunähern. Es ist eine Qualität, auf die die oben genannten oder vorher schon genannten Attribute auch abzielt. Um ein besseres Verständnis von dieser Weirdness zu bekommen, von der Set spricht, ist es vielleicht hilfreich, sich den Begriff erst einmal etymologisch anzunähern und eine kurze Begriffsgeschichte zu skizzieren. Heute wird der Begriff vornehmlich als Adjektiv gebraucht, er geht aber auf ein altenglisches Substantiv, weird, mit Y, geschrieben, zurück. Dieses weird ist mit dem deutschen Wort werden verwandt. Es bezeichnet ein Vorhandensein des Zukünftigen in der Gegenwart und lässt sich als Schicksal oder Fatum übersetzen. Später wird der Begriff auch schnell als Adjektiv gebraucht, unter anderem in Shakespeares Macbeth, wo bereits eine grundlegende Umdeutung stattfindet. Shakespeare zieht in seiner Bezeichnung der Hexen, den sogenannten Weird Sisters, die Begriffe Weird für schicksalskundig und Wayward für missraten, eigenartig, abwegig zusammen und gibt dem Begriff somit eine neue Bedeutung. Er benennt neben der magischen Macht der Hexen auch deren Widerspenstigkeit, Eigensinn und eine gewisse Abweichung von Ordnung und Normen. Über Autorinnen und Autoren der amerikanischen Gothic Novel erfährt der Begriff im 18. und 19. Jahrhundert eine weitere Besetzung, die der Genrebegriff der Weird Fiction schließlich zementiert. Das Weirde erscheint nunmehr als das unheimlich Übernatürliche. In Pulp-Magazinen, allen voran den Weird Tales, das mit dem Untertitel A Magazine of the Bizarre and Unusual ab 1923 Kurzprosa von Autoren wie Lovecraft, H.G. Wells oder Robert E. Howard veröffentlicht, etabliert sich die Bezeichnung als Sammelbegriff für eine bestimmte Form von Texten, die Elemente schauerromantischer Geistergeschichten mit einer neuen, zum Teil auch sexuellen Drastik und ersten Versuchen der Science Fiction verbindet. Um amerikanische Pulp-Magazine entwickelte sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine eigene Subkultur, die sich einem kulturellen Elitarismus entgegenstellen wollte. Pulp-Magazine waren aber seit jeher auch Sprachrohr unterschiedlichster Subkulturen und Gegenkulturen. In den USA etabliert sich auch davon ausgehend die Weirdness, sowohl pejorativ als auch meliorativ gebraucht, als Schlagwort für Sub- und Gegenkulturen. Sie beschreibt in einem Rückgriff auf Shakespeares Begriffsdeutung eine grundsätzliche Opposition zu allem, was sich als Mainstream deuten ließe. Das Weirde als das Seltsame, Abseitige, Unangepasste. Darüber hinaus entwickelt sich der Weirdo als spezifischer Typus des Außenseiters in der amerikanischen Popkultur zu einem Topos. Von der Musik Radioheads über Robert E. Crumbs gleichnamiges Magazin bis hin zu Stephen King und seiner Kurzprosa ist der Weirdo allgegenwärtig. Als Verb hat das Weirde auch in den letzten Jahren Eingang in einen naturwissenschaftlichen Diskurs gefunden oder einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs. So hat sich der Begriff des Global Weirding festgesetzt, um die unberechenbare Komplexität, aber auch um die Latenz des Klimawandels adäquat zu beschreiben. In diesem Sinne bezeichnet ein Weirding eine latente Veränderung, eine Verfremdung, eine diffuse Form der Veränderung. Zwar erscheint das Weirde historisch betrachtet vornehmlich als angloamerikanische Denkfigur, der Begriff stößt aber spätestens seit der kulturellen Globalisierung durch das Internet auch außerhalb des englischen Sprachraums auf Echo. Es gibt mittlerweile auch deutsche Fernsehserien, Social-Media-Accounts, die mit dem Wort sehr
dieses Wort für sich besetzen. Aber welche ästhetischen Qualitäten werden damit angesprochen, wenn man von weirder Kunst, weirden Tweets und weirder Literatur spricht? Ich glaube, man kommt nicht umhin, um bei dieser Beantwortung dieser Frage zumindest Howard Phillips Lovecraft einmal zu erwähnen. Der amerikanische Autor, der in den 20er und 30er Jahren aktiv war, hat wie kein anderer jenes Genre geprägt, das man heute als Weird Fiction bezeichnet. Mit seinen Notes on Writing Weird Fiction gibt Lovecraft schon 1937 nicht nur eine praktische schrittweise Schreibanleitung, er schafft auch eine kleine Poetologie seiner eigenen weirden Literatur. So richtet sich Weirdness bei ihm in erster Linie gegen ein beschränktes Verständnis von Wirklichkeit, das einem den Blick auf die Wunder und Schrecken des unendlichen Kosmos versage. Dabei verbindet Lovecraft in seiner Literatur, die er auch als Cosmic Horror oder Supernatural Horror bezeichnet, modernistische Realitätskritik mit einer literarischen Ästhetik, die von Poe und der amerikanischen Gothic Novel herrührt. In diesem Sinne müsste auch die Weird Fiction Abnormes und Übernatürliches thematisieren. Das Abnorme und Übernatürliche nimmt bei Lovecraft seinen Ausgang immer im Kosmischen, im Außerirdischen. Im Lesenden soll dabei eine gewisse Stimmung hervorgerufen werden, die Lovecraft als wesentliche ästhetische Qualität seines Schreibens definiert. Und ich zitiere: "Atmosphere, not action, is the great desideratum of weird fiction. Indeed, all that a wonder story can ever be is a vivid picture of a certain type of mood." Weirdness also als Atmosphäre und in gewisser Weise auch als literarischer Effekt. Ein Effekt, für den Lovecraft auch eine realistische Erzählhaltung als grundlegend beschreibt. Seine Texte gerieren sich häufig als überdetaillierte dokumentarische Aufzeichnungen, oft mit mehreren Rahmenhandlungen, in denen unterschiedliches Textmaterial in die Erzählung montiert wird. Innerhalb einer solchen Erzählweise habe sich nach Lovecraft die besagte Atmosphäre und ein derartiger Effekt subtil zu entfalten. Ein weiteres Zitat: "Prime emphasis should be given to subtle suggestion, imperceptible hints and touches of selective associative detail, which express shadings of moods and build up a vague illusion of the strange reality of the unreal." In dieser Verschränkung von Realismus und subtiler Verfremdung ist der Effekt des Weirden verwandt mit Freuds Idee des Unheimlichen. Auch Lovecrafts Weirdness entfaltet sich erst im Kontext des Vertrauten und des Realen. Ein kurzer Blick auf die Übersetzungshistorie Lovecrafts und anderer Autoren der Weird Fiction zeigt, dass die Begriffe gerade im Deutschen zumeist synonym gebraucht werden. Zentrale Theoretiker des Weirdens, die sich seit Beginn des letzten Jahrzehnts vornehmlich über eine kulturwissenschaftliche Perspektive der Thematik annähern, zollen Freuds Konzept durchaus Tribut, sehen aber in der psychoanalytischen Auflösung des Unheimlichen bei Freud einen zu verkürzten Zugang. Gerade eine gewisse Unauflösbarkeit scheint eine der wesentlichsten Qualitäten der Weirdness zu sein. Ergänzen ließe sich mit einem schielenden Auge auf Sets noch, dass die von Freud implizierte Unvereinbarkeit des Humoristischen mit dem Unheimlichen für das Weirde keine Geltung hat. Den in Bezug auf Sets wohl gangbarsten Zugang zum Weirden bietet Mark Fisher mit seiner Monographie The Weird and the Eerie, in der er das Weirde vor allem als popkulturelles Phänomen begreift. Fisher löst das Weirde von einer durchwegs negativen Konnotation des Unheimlichen und einer Koppelung an das Gefühl der Angst. Zitat: "Der Reiz des Seltsamen und des Gespenstischen gründet nicht darin, dass wir genießen, was wir fürchten, vielmehr geht es um eine Faszination für das Außen, für das, was jenseits der üblichen Wahrnehmung, Erkenntnis oder Erfahrung liegt." Damit fasst Fischer den Begriff recht breit, er schließt aber auch historisch jüngere semantische Schattierungen mit ein. Das Weird ist bei Fischer eine, Zitat, "bestimmte Form der Störung", ein, Zitat, "Gefühl, dass etwas nicht stimmt." Durch dieses Gefühl wird aber weniger das Objekt der Störung in Frage gestellt, als die gewohnten Bezugssysteme, in denen die Störung plötzlich auftritt. Bei Lovecraft ist es das kosmische Andere,
das von außen in die bekannte Welt eintritt und plötzlich die Gesetze von Raum und Zeit durcheinander bringt. Weirdness entsteht dabei, wenn Grenzen durchbrochen oder durchlässig werden, in der Verbindung von, Zitat, Dingen, die nicht zusammengehören. Die Störungen, von denen Fischer spricht, verortet er aber nicht nur im fiktionalen und übernatürlichen, sondern auch in der empirischen Welt. Ein Phänomen wie ein schwarzes Loch sei zum Beispiel in vielerlei Hinsicht seltsamer als ein Vampir. Auch bei Lovecraft sind es nicht unbedingt die von ihm beschworenen, tentakelbesetzten Monstrositäten, von denen der Effekt des Weirden ausgeht. Diese erscheinen uns gerade in ihrer popkulturellen Aneignung mittlerweile im Kontext fantastischer Erzählungen, wie eben auch Vampire, als vollberechtigte Existenzen, um mit Freud zu sprechen. Weirdness entsteht bei Lovecraft vielmehr dann, wenn seine Programmatik einer subtle suggestion of imperceptible hints eher zu tragen kommt. Wenn das unvorstellbare Außen und seine unknown forces wirklich unvorstellbar und unbekannt erscheinen, wie die paradoxe Farbe aus dem All in der gleichnamigen Kurzgeschichte, oder wenn sich Lovecraft in seinen Erzählungen anderen naturwissenschaftlichen Paradoxen zuwendet, die plötzlich die Realität der Hauptfigur bestimmen. Der wohl bemerkenswerteste Effekt des Weirden geht aber weniger von Lovecrafts Werk selbst aus, als von seiner Rezeption. Die Mythologie, die sich um sein Werk gebildet hat, wird bis heute weitergeschrieben und auch in Film und Fernsehen fortgesetzt. Man denke an momentan populäre Serien wie Fargo, Rick and Morty, aber auch True Detective von HBO. Darüber hinaus hat das Werk in bester Kayfabe-Manier eben begonnen, ein außerliterarisches Eigenleben zu entwickeln. Schon in den 60er Jahren fanden sich in etlichen Bestandlisten von amerikanischen Bibliotheken Einträge zu Lovecrafts eigentlich fiktiven Grimoire Necronomicon. Und seit 2014 existiert in Arizona die offiziell registrierte Glaubensgemeinschaft der Church of Cthulhu, die sich auf Lovecrafts Mythologie beruft und die jährlich mehrere Paare traut. Spätestens damit ist eine gewisse Nähe zu Setz und seiner Literatur offensichtlich. Setz hat zweifelsohne Lovecraft gelesen. In Bott, Gespräch ohne Autor, verweist er auf die Erzählung The Color Out of Space, Zitat, Lovecrafts beste Erzählung. Und auch in anderen Texten ist ein zumindest impliziter Einfluss Lovecrafts spürbar. Der Text mit der stärksten Lovecraftschen Prägung ist wohl die Erzählung Die Katze schläft im lalanschen Himmel. Setz erzählt darin die Geschichte eines Grazer Schriftstellers, der Nachforschungen zur bewegten Lebensgeschichte des psychotischen Künstlers Bernard-Henri Conradi anstellt. Die Rahmenhandlung des Textes zeichnet eben jenen Rechercheprozess nach, führt unzählige, großteils fiktive Quellen an und arbeitet auch mit einer Montage von Bildern und Fremdtexten. Nicht nur die spezielle Rahmung der Erzählung erinnert dabei an Lovecraft, auch die Binnenerzählung um Conradi greift Motive des amerikanischen Autors auf. So schafft der Maler Conradi nach einem traumatischen Erlebnis in seiner Jugend analog zum Künstler Wilcox in Call of Cthulhu seltsame Kunstwerke mit prophetischem Charakter. Dasselbe Jugenderlebnis löst bei Conradi wie in der Hauptfigur von The Color Out of Space eine merkwürdige Angst vor dem offenen Himmel aus. Und auch Conradis Beteuerungen, er käme aus einer anderen Zeitlinie, einer anderen Welt, einer, Zitat, Schneckenwelt, erinnert stark an Lovecraft und seine Erzählung The Shadow Out of Time, in der die Hauptfigur in einer weit zurückliegenden Vergangenheit eine Parallelexistenz als außerirdisches Lebewesen führt. Dabei lässt sich die Erzählung sowohl als Hommage als auch als Parodie lesen. Insbesondere wenn Conradi das schreckliche Sternenbild, das ihn verfolgt, in einer Analogie zu Lovecrafts gottgleichen Alienwesen, den großen Alten, als den großen Burschen bezeichnet. Setz schreibt letztlich mit Die Katze im lalanschen Himmel seine eigene Version eines kosmischen Horrors, wie Lovecraft ihn beschreibt. Eine Form davon, die einen Effekt des Weirden mit dem Motiv der bildnerischen Umerziehung, die Conradi und die Hauptfigur im Vertrauten plötzlich fremdartige, schreckliche Dinge erkennen lässt, sowohl reflektiert als auch zur Anwendung bringt. Die Erzählung verweist darüber hinaus gegen Ende hin mit einem kurzen anekdotischen Exkurs auf einen weiteren Autor,
der dem Weirden zuzurechnen ist. Auf Philip K. Dick, den ein ähnliches Schicksal wie Conradi ereilt haben soll. Damit spannt die Erzählung nicht nur eine Verbindungslinie zwischen zwei einflussreichen Autoren des Weirden, sie verweist auch auf einen weiteren wichtigen Einfluss im Werk von Setz. Philip K. Dick ist wohl einer der größeren Hausgötter Setz, um auch mit Setz zu sprechen. Verweise zu seinen Werken finden sich in fast allen Texten und Bott, Gespräch ohne Autor, ist mit seinem Vorwort in gewisser Weise dem eigenartigen, hyperfiktionalen Nachleben des Amerikaners gewidmet. Die darin angerissene Anekdote über Philip K. Dick und einen ihm nachempfundenen Roboter ist ein weiteres Beispiel für eine Weirdness, die von einer hyperfiktionalen Transgression literarischer Texte in eine Wirklichkeit ausgeht. Eine solche Transgression ist konstitutiv für Dicks Weltbild und als zentrales Motiv seiner Literatur auch wesentlicher Aspekt seiner Ästhetik. So thematisieren fast alle von Dicks Texten in irgendeiner Art und Weise die Beschaffenheit von Wirklichkeit, deren Stabilität Dick mit Rauscherfahrungen, Zeitverschiebungen, aber auch mit Simulations- und Parallelwelten, die immer wieder auftauchen, mannigfaltig in Frage stellt. Eine Fragestellung, die für Dick aber vielleicht noch grundlegender ist, fragt nach der Conditio Humana in solch instabilen Welten. Dabei fokussiert sich Dicks Literatur weniger auf die Essenz des Menschlichen als auf die Essenz dessen, was knapp außerhalb des Menschlichen liegt. Seine Roboter- und Androidengeschichten ergründen gewissermaßen eine Conditio Trans bzw. Non-Humana. Roboter und Androiden sind spätestens mit der Etablierung des Begriffs Uncanny Valley zu dem Topos des Unheimlichen geworden. Doch richtet Dick seine Fragestellung nicht nur auf technologische Nachbildungen des Menschen, sondern er bezieht immer wieder auch andere Formen mit ein. Elektronische Haustiere zum Beispiel, unförmige Aliens, hyperintelligentes Schlachtvieh, aber auch zum Leben erwecktes Schuhwerk. Damit klingt eine biomaterialistische Kritik an allzu anthropozentrischen Weltbildern an, die auch bei Setz immer wieder mitschwingt. Andererseits zeigt sich daran ein Aspekt des Weirden, der bei Lovecraft so nicht unbedingt zu finden ist. Dick verbindet immer wieder das Unheimliche, eben Androiden und Parallelwelten, mit dem Skurrilen, mit Roboterschafen und paarungsbereiten Lederschuhen. Auch darin nimmt Philip K. Dick und seine Science Fiction nehmen den Originalitätsanspruch des Genres, den Dark Kurzuwin in seinem Begriff des Novum zum Ausdruck bringt, ernst. Sie richten sich gegen etablierte Konventionen des Genres ebenso wie gegen den literarischen Mainstream. Science Fiction ist dabei nicht zwangsweise Zukunftsgeschichte oder Technikfiktion, sondern eine literarische Form, die sich wiederum durch eine gewisse Atmosphäre und einen gewissen Effekt auszeichnet. Dick spricht von einem, Zitat, Shock of Disrecognition, der mit einer konzeptuellen Verwerfung innerhalb der dargestellten Welt einhergeht. Dick spricht von einer Conceptual Dislocation. Zentral für eine solche Verwerfung ist eine unkonventionelle, eine neue Idee, die bei Dick teilweise fast satirischen Charakter hat. Durch jene neue Idee unterscheidet sich die dargestellte Welt in zumindest einem Punkt essentiell von der uns vertrauten Welt, sodass es beim Lesen zu einer Fehlerkennung und dem dazugehörigen Schock kommt. Dick beschreibt damit wiederum eine bestimmte Form der Verfremdung des Vertrauten. Dicks Kurzgeschichten erscheinen in diesem Zusammenhang häufig auf eine essentielle Idee heruntergebrochen. Sie gestalten sich der Kurzprosa Setz nicht unähnlich als fiktionale Versuchsanordnungen, die einem zentralen What-If nachgehen. Analog zu diesen Kurzgeschichten von Philip K. Dick ist auch Setz Kurzprosa häufig von einer zentralen konzeptuellen Verwerfung bestimmt, die einen Shock of Disrecognition erzielt. Die Titel der Erzählungen, das Herzstück der Sammlung, die Waage und Visitenkarten verweisen zum Beispiel auf zentrale Handlungselemente in den jeweiligen Erzählungen, die konzeptuell verfremdet für Irritation sorgen. Bernhard Oberreiter nennt in diesem Zusammenhang den Framebruch und die Revision von leserinnenseitigem Weltwissen als zwei zentrale Textstrategien bei Setz. Frames strukturieren Weltwissen. Sie bestimmen das, Zitat, übliche Nebeneinander der Dinge, das Setz, so Oberreiter, mit seinen Framebrüchen durcheinanderbringt.
Dabei bezeichnet der Framebruch aber nur bedingt das, was Sets Umgang mit Erwartungshaltung und Weltwissen auszeichnet. Sowohl bei Fillmore als auch bei Minsky sind Frames mentale Konzepte, die prototypikalisch strukturiert sind. Ausgehend von einem zentralen Prototyp können verschiedenste Repräsentationen eines Frames den Frame immer noch zugeordnet werden, auch wenn sie sich in einzelnen Merkmalen vom Prototyp unterscheiden. Man nennt diese Merkmale Frame-Elemente. Gewisse Frame-Elemente sind dabei nicht wesentlich, andere wiederum sind konstitutiv. So können Pinguine trotz ihrer Flugunfähigkeit dem Frame Vogel zugeordnet werden, Schnabeltiere, die einige der Merkmale eines prototypischen Vogels aufweisen, aber nicht. Frames sind dabei aber auch dynamische Konstrukte, die nach außen hin nicht scharf abgegrenzt sind. Sie weisen immer eine gewisse Unschärfe auf. Und genau mit dieser Unschärfe spielen Sets Erzählungen. Übergeordnete Frames werden häufig nicht einfach gebrochen, indem wesentliche Elemente weggelassen oder verkehrt werden. Vielmehr erfolgt eine sukzessive Abweichung vom Prototyp, ein Weirding des Frames. Die Archivführung in das Herzstück der Sammlung beginnt beispielsweise weitgehend prototypisch. Ein Führer, der die Ordnung der Sammlung beschreibt und eine Besucherin, die dazu Fragen stellt. Erst nach und nach kippt die Erzählung ins Weirde, in einer Akkumulation von scheinbar nebensächlichen Details, die weiter von der Norm wegführen. Die Sprechweise der Besucherin, ihre Kleidung, das bedrohlich monolithische Gebäude gegenüber, die immer sonderbar werdenden Ausstellungsstücke. Einige Details deuten weitere Handlungsverläufe an, die der Text im Folgenden allerdings nicht einlöst. Sie sind ihrer Funktion nach, um mit Roland Barthes zu sprechen, Indizien und Informanten. Erzähleinheiten, die nicht auf Folgeakte verweisen, sondern die vorwiegend Atmosphäre generieren. Sie sind außerdem luminous details, wie sie die Figur Markus in Die Stunde zwischen Frau und Gitarre definiert. Unbestimmte Einzelheiten, von denen man, Zitat, nicht weiß, wozu sie da sind, an denen sich aber dennoch eine Erzählung aufhängt. So folgt die ganze Erzählstruktur des Textes der sukzessiven Verfremdung des zentralen Frames bis an die Grenze zum Bruch. Diese Abweichung ist ein diffuser Prozess, eben ein Frame-Weirding. In der besagten Erzählung bricht das Frame schließlich endgültig, als sich der greise Autor eingesperrt in einen Käfig als das titelgebende Herzstück der Sammlung entpuppt. Aber nicht jede von Sets Erzählungen steuert im selben Maß linear auf einen zentralen Framebruch hin. In manchen Texten bleiben harte Brüche aus, zum Beispiel in Das alte Haus oder Die Gesichter in den Lichtspiegeln der Hochhäuser. In anderen wird wiederum die Verwerfung an den Beginn der Handlung gestellt. Man denke an Die Leiche, Das Riesenrad oder Character 4. Doch auch diese Texte sind geprägt von Frame-Weirding, das einen zentralen Bruch rahmt und in gewisser Weise auch abfedert. Konzeptuelle Verwerfungen gehen in diesen Texten von Sets aber nicht nur von einer Verfremdung bestehender Frames aus. Teilweise werden sie durch eine Art umgekehrten Prozess erzielt, durch ein Weird Framing. So setzen einzelne Texte fremde, weirde Frames voraus, die im Weltwissen der Leserinnen keine Entsprechung haben, die aber in der erzählten Welt fest verankert scheinen. Das Etablieren neuer Frames allein kann jedoch nicht als weird bezeichnet werden. Für Fantasy- und Science-Fiction-Literatur ist das Schaffen von Erzählwelten durch neue Frames konstitutiv. Doch werden sie dadurch nicht sofort weird. Besagte Frames erscheinen bei Sets deshalb seltsam, weil sie eingeführt werden, ohne eingehender erläutert zu werden, weil sie unscharf bleiben in einer ansonsten vertraut erscheinenden Welt. Das merkwürdige Wesen Orr in der Erzählung Qualoya ist ein Beispiel für ein weird Frame. Schon der erste Satz des Textes führt das Frame ein. Zitat: Wie man weiß, ist es nicht einfach, mit einem Ohr zu verreisen. Das Wissen um die Beschwernisse einer Reise mit einem Ohr wird dem Allgemeinwissen in der erzählten Welt zugerechnet. Als Leserin verfügt man über dieses Wissen allerdings nicht. Der Text liefert im weiteren Verlauf zwar fragmentarische Beschreibungen des bizarren Wesens und setzt auch mehrmals zu einer Erklärung an, doch die Handlung bleibt weiterhin um ein zentrales Nichtwissen strukturiert. Was hat es mit dem Brot des grauhaarigen Mannes mit den großen Nasenlöchern auf sich?
Was macht der Mann mit der seltsamen Sprühmaschine höflicherweise mit den Autos während dem Stau? Was misst die proximale Zeit? Als Leserin fehlen einem etliche Frames, nach denen sich diese Welt strukturiert. Man wird dadurch in Position gerückt. Die Perspektivierung der Lovecraftschen Weird Fiction verkehrt sich. Man nimmt in gewissermaßen selbst die Position des kosmischen Anderen ein, das wie Conradi aus seiner Schneckenwelt von außen in eine andere, eine parallele Welt gesetzt wird. Somit erfährt man auch eigentlich vertraute, normale Frames als Teil einer fremden, einer weirden Welt. Fremdheit wird erfahrbar gemacht, nicht indem die Erzählung das Fremde fokalisiert, sondern indem Lesende in eine gewisse Rezeptionshaltung gedrängt werden. Darüber hinaus zeichnet sich eine derartige Erzählweise aber auch durch einen anderen Effekt aus. Aus der besagten Perspektive erscheinen alle Elemente der Welt als potenziell fremdartig und bedeutungsoffen. Normalität erweist sich stets als instabil. Von jedem Erzählelement geht in seiner Offenheit auch ein poetisches Potenzial aus, das sich rezeptionsseitig erschließen lässt. Alle Details und Indizien scheinen relevant. Die Texte bedingen damit eine Rezeptionshaltung, die bestehende Bedeutungs- und Aufmerksamkeitshierarchien außer Kraft setzen. Einer solchen Rezeptionshaltung ist jene Neugier und Faszination für das scheinbar Unwesentliche und Abseitige, die das Weirde ausmacht, gewissermaßen inhärent. Die Literatur von Clemens Setz lässt sich also in vielerlei Hinsicht als weird beschreiben. So rekurrieren die Texte Setz auf eine weirde Tradition, auf Lovecraft und Dick, aber auch auf andere Künstler, die sich dieser Tradition unterordnen lassen. Auf die Short Stories von Stephen King zum Beispiel, auf Edward Gorey und seine unheimlich sinnwidrigen Bildgeschichten und auch auf David Lynch und seine bizarr medialisierte Traumwelten, um nur ein paar zu nennen. Setz greift in seinen Texten immer wieder Motive aus dieser Tradition auf, zitiert die besagten Autoren auch dezidiert herbei und spielt mit unterschiedlichen formalen Besonderheiten ihrer Literatur. In seinen Romanen lässt er immer wieder Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verwischen. In seinen essayistischen Texten findet er plausible Analogien zwischen Dingen, die nicht zueinander gehören, und lenkt seinen allgemeinen Fokus gerne auf das Unangepasste und Abgründige. Das Weirdness vor allem als literarischer Effekt zu verstehen ist, der mit Freuds Unheimlichen korreliert, zeigt sich vor allem an der Kurzprosa Setz. Wie dargelegt, instrumentalisieren die Erzählungen Setz in ihrem Frame Weirding und Weird Framing die Unschärfe mentaler Repräsentationen für eine spezifische Form der Verfremdung. Indem Setz seine Erzählwelten gezielt mit seltsam verfremdeten und fremden Details füllt, die in ihrer Offenheit die Erzählung bestimmen, bewirkt er eine Umkehrung von Bedeutungs- und Aufmerksamkeitshierarchien und bedingt eine Rezeptionshaltung, der das Weirde gewissermaßen eingeschrieben ist. Als kleiner Nachtrag lässt sich noch ergänzen, dass Setz eigenes Verständnis von Poesie, wie es in seinen Werken zumindest aufscheint, von Weirdness im vielfältigen Sinne des Wortes geprägt ist. In Bildern, Metaphern und Vergleichen, die Setz nutzt, um das poetische Moment zu beschreiben, verweist er auf eine zauberhafte, eine übernatürliche, eine außerirdische Poesie, die von Maschinen wie Menschen gleichermaßen geschrieben werden kann. In seiner Kolumne für die Literaturzeitschrift Lichtungen sucht und findet er Poesie an unvermuteten Stellen und im Abseitigen. Außerdem erscheinen Idole seiner Kurzprosa, wie in der Erzählung Südliches Lazarettfeld, an den Beispielen Akutagawa, Dick, Hebel, Beatty, Kracht, Bartholomew, Stanisic und Clemens Meyer deutlich wird, als gewissermaßen missratene literarische Rebellen, als, Zitat, lauter, unbrave, prächtige Strolche. Und man hat das Gefühl, Setz gedenkt mit seiner Art zu schreiben, einer von ihnen zu werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, David, für den erhellenden Vortrag, vor allem für diese vielschichtige Entfaltung der Begrifflichkeit. Das war mir gar nicht bewusst, dass das Weirde mittlerweile in so einem breiten theoretischen Diskurs steht, was mich freut, weil ich Lovecraft zu Beginn meines Studiums gefressen habe und Weirdo ohnehin schon eines meiner englischen Lieblingswörter immer schon war.
Ich würde bitten, dass alle, die sich jetzt an der Diskussion beteiligen wollen, auch mit der Kamera zuschalten und gegebenenfalls dann auch das Mikro einschalten. Bis das geschehen ist, möchte ich gleich eine erste Frage an euch beide stellen, die mich natürlich beschäftigt, nämlich diese Frage, wie es euch bei der Lektüre gegangen ist, bei einem Autor, der sich ja selbstreferenziell ins Zentrum steht, eine Abgrenzung zu schaffen zwischen diesen Weirdos, zwischen diesen seltsamen Helden und dem impliziten Autorbild, das sich in der Lektüre entfaltet, und dem realen Autor, dem man das alles irgendwie anheftet oder angreidet, was die einzelnen Protagonisten da von sich geben. Ich kann vielleicht anfangen. Ich glaube, die Grenzziehung ist insofern schwer, weil man die Frage vorausstellen muss, wo trennt man auch sein Werk ab? Also ich, der mich ja relativ intensiv mit ihm beschäftige, lese zum Beispiel auch alle Twitter-Einträge, von denen ich auch vorhabe, dass ich sie in eine Analyse mit einbeziehe. Das sind mittlerweile, glaube ich, weit über 6.000 Einträge, durch die ich mich versucht habe, immer wieder durchzukämpfen, die teilweise ganz klar literarische Qualitäten haben, aber andererseits auch wieder eine andere Form der Kommunikationshaltung einnehmen. Und da ist eben, wo das natürlich dann automatisch irgendwie autofiktional oder autoreferenziell wird, da ist glaube ich, die Grenzziehung noch einmal wesentlich schwerer als in den Erzähltexten. Ich habe mich jetzt mehr oder weniger damit beholfen, das auf den Leser abzuschieben. Also diese Weirdness geht ja weniger von den Figuren bei mir aus, als von einem Effekt, der im Leser passiert. Ja, ich kann mich eigentlich dem Kollegen schon anschließen, indem er gesagt hat, dass es relativ schwierig ist, manchmal auch gewisse Männerfiguren vom Autor selbst zu trennen. Vor allem wird dieser Eindruck verstärkt durch die Tatsache, dass zum Beispiel, wenn er in dieser Erzählung die Gesichter in den Liftspiegeln der Hochhäuser, der Protagonist 35-jährig ist, ja auch selbst im Moment des Schreibens, würde ich mal vermuten, zumindest mal im Moment des Veröffentlichens, auch dieses Alter hatte. Spielt man als Leser, also was meine persönliche Erfahrung angeht, ganz oft mit dem Gedanken, wie viel davon ist autobiografisch, wie viel davon ist autofiktional. Und dieser Eindruck wird wahrscheinlich im letzten Buch, Die Bienen und das Unsichtbare, an die Spitze getrieben, dass ich ja auch Tagebucheinträgen kommt, in denen Clemens Setz auch seine eigene Kindheitserfahrungen darstellt. Ja, also natürlich spielt das mit und das macht die Texte auch sehr interessant, wenn man sie durch diese Brille lesen möchte. Ich habe aber immer versucht, das etwas abzuschalten. Ja. Ich frage deswegen auch nach, weil die Konklusion meiner Beschäftigung mit Setz ja war, dass er dadurch quasi eine Immunisierungsstrategie fährt. Also je mehr er solche Protagonisten einführt und je komplexer eigentlich diese weirde Welt wird, die er da zeichnet, desto weniger wird uns der Autor selbst greifbar. Also desto besser schottet er sich eigentlich von den Zudringlichkeiten des Literaturbetriebs auch ab oder von uns als Leser und Leserinnen. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Es ist, was mir auch gefallen ist und was ich auch versucht habe zu beschreiben, ist, dass er das auch als Erzähleffekt auf einer anderen Ebene macht, indem er einerseits eine Distanz immer wieder durch die Verfremdung herstellt, aber dadurch auch immer wieder eine Nähe generiert, indem er den Leser sehr nah an sein Werk heranholt. Also es ist irgendwie so immer ein Balanceakt, mehr oder weniger, wie er mit den Lesern umgeht. Und ich glaube, das ist in diesem das ist dieser Selbstdarstellung auch irgendwie inhärent.
Ja, und diese Immunisierungsstrategie hatte ich auch in meinen Gedanken beim Lesen entworfen, vor allem in Erzählungen, wo ein Protagonist oder eine Figur auftaucht, die sich bezüglich vieler Merkmale mit dem Autor deckte. Aber ja, zum Beispiel in ihrem Versagertum oder Kartoffelheldentum natürlich sich nicht dann tatsächlich faktisch mit dem Autor deckt. Also die Erzählung zum Beispiel, also die vorher erwähnte Erzählung, die Gesichter in den Lichtspiegeln der Hochhäuser, hatte ich aus dieser Perspektive auch als ja, Immunisierungsstrategie gelesen, als Realisierung der Frage, die auch vorher vom Kollegen erwähnt wurde, what if, ja, also was wäre, wenn der Autor tatsächlich dieser besiegte Außenseiter ist, der vor der Körösi-Schule auch wohnt und sich sehr einsam fühlt und die Schülerinnen fotografiert. Gut, gibt es Anmerkungen, Fragen an die Referenten? Herr Dinger, ja. Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge. Mir hat wirklich vor allem sehr gefallen, dieser Weirdness, weil der finde ich sehr gut. Sehr präzise das fasst, was in der Literaturkritik, aber auch in der Literaturwissenschaft immer mit verschiedenen Begriffen, wenn es um Setzwerk geht, versucht wird zu fassen, ob es skurril, absurd oder grotesk. Also das sind natürlich auch Begriffe, die ihren theoretischen Hintergrund haben und die auch alle irgendwie passen. Aber Weirdness war mir persönlich neu und finde ich fasst das sehr gut. Deswegen wollte ich das eigentlich nur noch einmal stark machen und als kurze Frage dazu. Sie haben ja davon gesprochen, von dieser Verfremdung und dem Voraussetzen des Wissens um diese Verfremdung oder um diese Fremdheit. Wie würden Sie das einschätzen? Wir haben ja auch Fälle, in denen es eine Wahrnehmung dieser Verfremdung gibt durch die Figuren, also in der die Figuren quasi auf der Ebene der LeserInnen sind, was die Weltsicht angeht. Also kennen das bei Indigo ist es so, dass der Clemens Setz, also die Autorfigur, selber genauso ratlos vor dieser Krankheit und vor diesen verschwundenen Kindern steht und aber eigentlich immer ein Wissen vorausgesetzt wird, um diese Frage zum Beispiel, was ist diese Delokalisierung oder wie heißt es genau? Relokalisierung. Also ich habe es mit Verwerfung übersetzt und Philipp Kettig nennt es die Dislocation, glaube ich. Ja, So. Dislocation, genau. Oder bei der Stunde zwischen Ach Frauen. so, also es geht jetzt um die Relokalisierung im Indigo. Ach so. Genau, meine ich ja genau. Also das Wissen darum, das hat der Autor ja, oder die Autorfigur hat er ja auch nicht. Also da sind wir auf einer Ebene oder bei Nathalie Rheinegger in Die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist das ja auch immer so. Da wird ja auch immer ein Wissen um diese Vereinbarung, dieses Arrangement vorausgesetzt, was sie aber auch nicht hat. Also da sind Figur und Leser irgendwie auf einer Ebene, was diese Verfremdung angeht. Würden Sie da auch von Weirdness sprechen oder ist das ein anderes Phänomen? Ich glaube, dass die Verfremdung für den Leser, also auf Leserinnenseite, noch einmal weitergeht. Zum Beispiel in Indigo, das ja dann auch in einer Science-Fiction-Welt spielt, in der permanent Details angesprochen werden von einer technisierten Welt, die nicht weiter ausgeführt werden. Also es gibt irgendwie in den Bussen und Zügen gibt es so Kameras, die allgegenwärtig sind, die aber irgendwie nur dastehen. Also für mich ist das teilweise so. Also diese Details, die dann vorhanden sind, da mache ich auch irgendwie den Effekt fest, die erinnern teilweise an die überflüssigen Details bei Barth für den Realitätseffekt. Sie haben aber nicht den Realitätseffekt, sondern eher einen Parallelrealitätseffekt, der aber vielleicht bei den Lesern einen anderen Effekt hat als noch einmal bei den Figuren, die Sie ansprechen. Also ich gebe Ihnen recht, dass es zum einen ist es schon die Fokalisierung der Figur, die diese eine Fremdheit auslöst, aber ich glaube, dass fast jeder Text darüber noch einmal hinausgeht. Nur ganz kurz dazu, aber das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben mit diesen Kameras und so weiter, mit diesen
Details, das sind doch eigentlich normale Science-Fiction-Marker. Mhm. Weil das ja, gut, es spielt im Jahr 2021, was aber aus der Perspektive von vor 9 Jahren, also so, es gibt ja irgendwie so verschiedene, ich glaube, Eye-Socket und so weiter und so fort, also irgendwelche Sachen, die eigentlich nur markieren, dass das in der Zukunft spielt. In dem Beispiel ja, aber ich glaube, das ist diese Details, also das war jetzt vielleicht ein schlecht gewähltes Beispiel, aber diese Details gibt es auch in anderer Form. Ich muss gerade überlegen. Also mir fällt jetzt im Ohr zum Beispiel ein, die Sequenz, wo jemand einen Regenschirm öffnet, obwohl es nicht regnet. Also es gibt immer wieder so Verweise auf eine Welt, die anders funktionieren zu scheint. Und ich glaube, das sind natürlich klassische Science-Fiction-Marker, da haben Sie recht, aber ich glaube, dass es immer wieder auch solche Marker gibt, die keine so klare Referenz haben und die sich nicht so klar einordnen lassen. Noch ein kurzer Verweis auf das 2021. Erstens haben wir natürlich 2021 und da ist wieder eine Nähe zu Philip K. Dick, weil sein bekanntester Roman, auf den auch Blade Runner zurückzuführen ist, Do Androids Sleep of Dream of Electric Sheep, spielt auch 2021. Also da ist auch eine Nähe wiederherzustellen. Gut, gibt es noch andere Anmerkungen oder Fragen an die Referenten? Ich hätte noch ein paar. Vielleicht fange ich mit der an Herrn Schöffberger an. Sie haben sich ja vor allem mit Männlichkeitskonfigurationen bei Sets beschäftigt und auch darauf hingewiesen, dass das zunächst eigentlich sehr dichotome Strukturen sind, die Sie da entfalten. Meine Frage wäre eigentlich, wie schaut es denn aus mit Frauenfiguren? Sind die tatsächlich geglückt besetzt? Wenn man jetzt sich Figuren anschaut, so wie diese Natalie, die jetzt über interne Fokalisierung uns das Geschehen auch vermittelt, hat zum Beispiel Kasperi, der gerade geflohen ist, in einer Rezension, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch gemeint, dass das ein typisch männliche Perspektive ist, die da vermittelt wird über die interne Fokalisierung einer Frau. Also auch diese Wunschverhalten und diese pornografischen Details, die da vermittelt werden. Ist das jetzt eine geglückte Frauendarstellung oder ist das wieder nur eine Projektion des Autor-Ichs? Ja, vielen Dank für die Frage, die sehr spannend ist und die mir auch in den Gedanken herumgelaufen ist in den letzten Monaten. Die Figur der Natalie Reinegger würde ich nicht als eine prototypische oder reine Frauenfigur sehen und nicht nur dadurch, dass es wohl sein kann, dass auch die Perspektivierung halt sehr, sehr stark vom Schreiben des männlichen Autors selbst beeinflusst worden ist, wobei ich nicht wirklich sagen kann, was daran so typisch männlich oder typisch weiblich wäre, sondern weil die Natalie Reinegger ja eine eher androgyne Figur ist. Und nicht nur aufgrund ihres Aussehens, wofür sie auch von Alexander Dorm beleidigt wird oder belächelt wird, sondern auch aufgrund der Konnotationen ihrer psychischer Strukturen im Roman. Es gibt dafür ein, also bei dem, also in diesem Roman gibt es auch eine sehr pointierte Inszenierung eines Gesprächs zwischen Natalie und ihrem Freund Markus, in der es darum geht, ob Frauen höhere Wesen sind oder nicht. Und diese Szene habe ich besonders aufschlussreich gesehen als eine Durchbrechung von traditionell männlichen Skripts, wie auch in der Tatsache, dass
Alexander Dorm Frauen grundsätzlich widerlich findet, wiederum eine Durchbrechung dieser Skripts ist, also so von gewissen romantisierenden Skripts ist, wie zum Beispiel in der Theorie der Weiblichkeit von Schlegel, wo steht, alle Frauen sind, also oder alle Frauen waren am Anfang etwas, also ich zitiere jetzt sehr frei, etwas sehr Tolles und sehr Faszinierendes, dass das, was negativ sein könnte, kommt erst durch die Verwirrung mit dem männlichen Wesen. Ja, also ich, ja, aber um es auf einen Punkt zu bringen, ich denke, dass die Frauenfiguren bei Sets eigentlich genauso faszinierend sein können wie die Männerfiguren. Hängt dann von der Perspektive ab. Aber etwas, was mir da aufgefallen ist als ein Motiv, könnte man sagen, bei den Frauenfiguren ist die Tendenz einiger dieser Frauenfiguren, wie zum Beispiel in der Erzählung Weltbild, die männlichen Partner in einen Sadismus reinzubringen, der irgendwie sehr männlich konnotiert ist, also im Sinne von, dass die Frau eine auch sexuell untergeordnete Rolle spielen soll. Aber das Interessante dabei ist, dass das nicht von der Männerfigur initiiert wird, sondern von einer Frauenfigur. Und zum Beispiel in dieser Erzählung Weltbild will sich die Frauenfigur zuerst diesem Skript entziehen, verfällt aber dann. Und ja, also da habe ich mich gefragt, was dahinter stehen könnte. Eine Frage hätte ich noch an David, aber vielleicht will vorher noch jemand anderer etwas. Ja, Klaus. Kurze Beobachtung oder kurzer Eindruck dazu, weil wenn man Autoren und Autorinnen fragt, wie das ist so beim Schreiben, dann erzählen ja viele, dass sie im Schreibakt so richtig in diese Figuren hineinfinden und sich sozusagen irgendwie in den Figuren wiederfinden und dass das so eine Eigendynamik gewinnt, dieses Figurenbild, also dass sozusagen nicht nur die Leute in die Dinge verschwinden, sondern eben die Autoren auch in die Figuren. Und beim Setz ist es so, und das hat mich gewundert, der hat einmal berichtet darüber, dass in dieses Hineinversetzen in die Figur eigentlich zum ersten Mal bei der Nathalie Reinecker passiert ist. Also nie zuvor ist er so, hat so identifikatorisch geschrieben. Und deshalb musste das Buch vielleicht auch, also er hat es dann so erklärt, deshalb musste das Buch dann so umfangreich und lang werden. Und zum ersten Mal war er wirklich in der Figur drinnen. Und das ist auch interessant irgendwie. Und ich glaube, das merkt man dem Buch auch an, weil vorher das vielleicht irgendwie eher so distanzierte Arrangements waren. Also das sich hineinversetzen in die Figur sei zum ersten Mal dort passiert. Ja, also das, glaube ich, trägt mit zum Charakter dieses Buches auch bei. Ja, und das ist, glaube ich, ein kategorialer Unterschied. Ja, ob es vielleicht noch einmal passiert, weiß ich gar nicht. Und dass es ausgerechnet eine weibliche Figur ist, wo er sich dann hineinversetzt, ist vielleicht auch für die Zusammenhänge der beiden Referate interessant. Ja. Herr Dinge wollte noch was anmerken dazu. Ja, direkt zu dem, was Herr Kastberger gesagt hat. Setz hat ja aber auch einmal gesagt, in einem Interview, glaube ich, um mich auch auf die Stelle des Eckermann nochmal zu bewerben, dass er mit Nathalie Reinegger zum ersten Mal eine Figur geschaffen hat, die intelligenter ist als er selbst. Von dem, was eigentlich immer gesagt wird, das geht eigentlich gar nicht. Und er meinte, das habe ich geschafft mit Nathalie Reinegger. Und er selbst hat seinen Avatar ja eher gesehen in dem Ex-Freund, in dem Markus Hase, der ja auch Hase heißt, weil Clemens Setz ja auch etwas Hasenartiges hat, laut ihm selbst. Und also das kann man natürlich auch als Koketterie auslegen, aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Zeichen, und das ist auch so eine Art Spiel aus Nähe und Distanz ist auch zu seinen Figuren, wo man vielleicht so ein bisschen, was vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich ist in diesen Aussagen. Es ist ja auch der einzige Roman von Setz, der so stringent bei einer Perspektive bleibt.
Also alle anderen Texte haben ja zwei, drei oder noch mehr Perspektiven, die alternieren, und in die Frequenzen geht es ja so weit, dass man bis in den Hund hinein schaut. Und das auch eine Perspektive hat. Eine Frage wollte ich noch stellen, vor allem David, an dich. Das ist ja ganz interessant, da reden wir über die Gegenwart bei Clemens J. Setz, über seine Gegenwärtigkeit. Und gestern hat ja Klaus darauf hingewiesen, dass diese Gegenwärtigkeit eben nicht nur diese Digital Nativeness ist, sondern weitere Kreise zieht. Und dann kommst du mit Autoren daher und zeigst Traditionslinien auf, die jetzt nicht nur in die Großelterngeneration von Setz verweisen, sondern noch weiter, also wirklich ins 19. Jahrhundert. Der Lovecraft ist ja, wenn ich das richtig erinnere, in Erinnerung habe, so um 1890 oder sowas geboren. Also das sind schon eigentlich schon relativ alte Leute. Ist das jetzt Zufall, dass diese Gegenwärtigkeit über Textmuster generiert, die damals auch eigentlich aus der Rolle gefallen sind? Oder kann man da mehr noch ausgraben bei Setz? Ich glaube, man kann unendlich viel ausgraben. Ich glaube, es ist jetzt auch vermessen zu sagen, es ist die Tradition, der Setz sich unterordnet. Das ist eine Tradition, mit der er spielt. Ich glaube, was eben angedeutet wurde, Lovecraft und Dick sind beides Autoren, die zu ihren Lebzeiten als aus der Zeit gefallen empfunden wurden und die das auch ganz explizit thematisieren. Also bei Lovecraft gibt es eben die Erzählung The Shadow Out of Time. Und das Out of Time bezeichnet nicht aus der Zeit heraus, sondern aus der Zeit gefallen. Dick, also es gibt ja den zentralen Roman, auf den Setz auch mehr öfters verweist, auf ist mir runtergefallen, auch mit Out of Time, Out of Joint, wo es ja auch um so eine Zeitverschiebung gibt. Also ich glaube, dass dieses Spiel und dieses Aneignen von Dingen, die aus der Zeit gefallen sind, und dann auch vielleicht auch traditionelle Dinge, dass das sehr wohl auch zu dieser Weirdness dazugehört. Wenn ich damit jetzt die Frage beantwortet habe, ich bin mir jetzt nicht mehr. Ja, man ist eben auf der Suche nach Traditionen, und irgendwie ist das doch spannend, dass man vielleicht jetzt gar nicht von Gegenwärtigkeit sprechen sollte, sondern so einer Gegenweltlichkeit irgendwie bei Setz, die schon auch eine Traditionslinie hat, wieder zu Autoren und Autorinnen, die sich immer aus dem Literaturbetrieb auch schon abgesetzt haben, vom Literaturbetrieb dezidiert auch abgesetzt haben. Ob das irgendwie auch so eine Schiene ist, in die man dann die Texte auch stellen kann und wo sich vielleicht dann der Text auch anders lesen würde. Gibt es sonst noch Anmerkungen, Fragen? Wir sind wunderbar in der Zeit, also eine Anmerkung wird sich noch ausgehen. Gut. Wenn niemand möchte, sind wir alle zufriedengestellt durch die Vorträge und auch durch die Anmerkungen im Anschluss. Dann würde ich wieder Christian Lach bitten, die Herrschaft über den Stream zu übernehmen. Wir sehen uns dann wieder um 11 Uhr an selber Stelle. Dankeschön dem Vortragenden, Dankeschön den Diskutierenden und ja, in einer halben Stunde wieder.